Ja, Dominik Distelberger ist bei mir und bereitet sich auf die 400 Meter vor. Erster Blick zurück. Der Zweier vorne beim Hochsprung, der 13er vorne bei der Kugel. Beide Disziplinen völlig im Soll. Ja, auf alle Fälle. Es freut mich, dass eben der 13er klappt hat in der Kugel und die 2 Meter im Hochsprung sind sehr wichtig, sind gute Punkte und jetzt heißt es fokussieren am 400er. Sie sprühen irgendwie vor Energie. Merken Sie auch selbst, dass Sie sehr, sehr gut drauf sind derzeit? Ja, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin sehr, sehr gut betreut, muss ich sagen. Besser kann man es fast nicht machen mit meinen 2 Trainer und die Physios. Die machen eigentlich alles, dass mich fit halten und genug esse, dass ich genug esse, genug trinke und alles. Und es passt einfach super. Der 400er, gibt es da ein bestimmtes Ziel für Sie? Ja, einfach schneller laufen mit bei meiner persönlichen Bestleistung. Da habe ich 49,30 gehabt. Da war ich leider noch verletzt und da haben wir ein bisschen die Läufe gefehlt. Jetzt haben wir ein bisschen was machen können. Der Wind ist ein bisschen schwierig, aber ich werde mein Bestes geben und es wäre schön, eine 48er Zeit zu laufen. Es hat beim Hochsprung einmal einen kurzen Griff an den Oberschenkel gegeben. Wie fühlen Sie sich? Ist alles okay soweit? Ja, es war alles okay. Es war nur ein kurzer Krampf, der was mir kurz reingestochen hat, aber ist gleich wieder weggegangen und ist kein Problem. Haben Sie schon zum Rechnen begonnen, die Marschrichtung Richtung 8000, absolut okay derzeit? Ja, aber nein, da denke ich noch überhaupt nicht dran, weil es sind noch 6 Disziplinen zu machen und das ist einfach noch zu viel. Dominik, danke und wir machen vielleicht